Wenn man mit Computerspielen im Unterricht kommt, sind die total überrascht, weil normalerweise in Lernumgebungen, insbesondere in der Schule, Computerspiele entweder nicht stattfinden oder Computerspiele eigentlich, um es mal etwas übertrieben zu sagen, böse sind. Es gibt für viele Lehrer gute Medien und schlechte Medien. Gute Medien sind die, die in der Schule stattfinden, wie zum Beispiel Lehrfilme. Schlechte Medien ist das, was die Jugendlichen daheim machen, was die Lehrer auch machen. Aber dass man vielleicht diese Medien auch irgendwie zum Lernen einsetzen kann, Wikipedia ist da so ein bisschen, also hier und da kommt es sogar schon vor. Dass natürlich Wikipedia von ganz vielen Leuten auch in Arbeitskontexten und so weiter auch benutzt wird und deswegen auch total sinnvoll ist, sich mal kritisch damit auseinanderzusetzen, ob das irgendwie sinnvoll ist oder auch nicht, steht auf einem ganz anderen Blatt. Es ist einfach total wichtig, sowas zu vermitteln, wie man mit sowas kompetent umgeht und deswegen sowas nicht auszusperren. Und das ist eben auch im Computerspielebereich so, dass einfach Computerspiele sind quasi tendenziell was Schlechtes und ein Zeitfresser und deswegen will man die gar nicht in der Schule haben, für viele Lehrer. Aber das ist sehr schade, weil spielerisches Lernen in vielen Situationen eine ganz tolle Sache ist und man das ganz toll nutzen kann. Das Problem an Lernspielen ist teilweise, die haben meistens ein sehr geringes Budget. Ein Budget von einem großen Computerspiel ist teilweise Hunderte von Millionen von Euro. Da arbeiten Hunderte von Leuten dran und die machen dann ein Spiel, das macht ganz, ganz vielen Leuten echt viel Spaß. Im Gegensatz dazu, für 100.000 Euro ein Spiel zu entwickeln, wo dann noch ganz viele Pädagogen und was weiß ich, die und alle und die Geldgeber reinreden, das macht oft nicht so viel Spaß. Und das ist halt auch wichtig beim Spielen, dass das auch irgendwie Spaß macht, damit das als Spiel funktioniert. Und deswegen sind teilweise die Lernspiele, bringen nicht das, was sie eigentlich bringen sollen. Und deswegen ist es ein spannender Ansatz zu sagen, in welchen Situationen sind denn auch welche kommerziellen Computerspiele gut geeignet, um ein bestimmtes Thema zu transportieren. Es gibt ein Computerspiel, das atmet Architektur und das heißt Minecraft. Minecraft, da ist es so, dass man praktisch aufwacht in einer Welt, in einer dreidimensionalen Welt, die komplett aus Blöcken besteht. Einmal ein Meter Quadern. Ganz simple Grafik und wenn es Nacht wird, dann kommen Monster. Und gegen die hat man keine Chance. Also was macht man? Man baut sich einen Schutz. Erste Nacht baut man sich meistens eine kleine Höhle. Weil das ist man weiß ja noch nicht so, wie das alles geht. Und meistens ist es so, weil dann sitzt man in seiner kleinen Höhle, es ist total dunkel, es ist irgendwie langweilig, man muss warten, bis es wieder Tag wird. Fängt man meistens am zweiten Tag an zu sagen, hey, ich will das ein bisschen schöner haben, ich mache dann noch ein Glasfenster rein, oh, ich baue da ein richtiges Haus hin und so weiter und so weiter. Und es führt dann dazu, dass die Leute sich mit Architektur beschäftigen. Die sind alle in einer Welt. In Minecraft ist es so, dass alles, was ich baue, kann jemand anderes auch wieder oder ich selber kaputt machen. Und das ist ein Problem. Deswegen, da kam dann gleich ein Schüler an und sagt so, ja, jetzt habe ich da was gebaut, da macht das jemand kaputt, da habe ich doch keinen Bock drauf. Und dann sagt man, ja, was macht ihr da? Ich sage dir nicht, so macht ihr das, sondern dann sagt man, was macht ihr da? Und dann sagt er, ja, wie wäre es, wenn wir sagen, okay, man darf nur was kaputt machen, wenn es abgesprochen ist. Okay, hört sich sinnvoll an, oder? Und dann sagt noch der Nächste, ja, und ich finde es blöd, wenn die von der anderen Gruppe in unserem Gebiet was bauen. Ja, okay, dann stimmt man darüber ab und so, finden die auch gut. Und dann noch irgendwann die Sache, ja, was passiert ist, wenn jemand trotzdem sowas macht? Ja, und dann kam die halt auf die Idee zu sagen, wenn jemand Regeln bricht innerhalb der Gruppe oder zwischen den Gruppen, dann können sie sich selber Strafen geben. Bis hin zu, das sind Schüler oft auch relativ hart untereinander, dass der Schüler rausgeht und nicht mehr mitmachen darf und Matheaufgaben machen muss, anstatt bei dem Workshop mitzumachen. Mit Mehrheitsbeschluss haben sie gesagt, machen sie das. Das wurde dann auch diskutiert. Es gab auch mal Probleme und dann wurde diskutiert. Und das ist ja auch schön. Probleme lösen, Konflikte, großartig. So lernt man. Ein Problem, das man oft in der Schule hat, ist, dass es sehr klar vorgegebene Strukturen gibt, wann, was und oft auch wie gemacht werden muss. Es ist nicht nur so, dass das Thema vorgegeben ist, sondern oft auch der Weg dahin. Zum Beispiel das Lernen von Buchstaben. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man das Buchstabenlernen machen kann. Und eine befreundete Lehrerin von mir, die hat kürzlich darüber geklagt, dass sie sich das genau überlegt hat, wie sie das macht. Und es ist auch ein total sinnvolles System. Und dann haben aber ihre Kollegen, und sie ist Referendarin, sie kann da nichts sagen. Das heißt, die machen ja Noten über sie. Wenn sie da irgendwas anders macht, dann fliegt sie raus.
Das heißt, sie muss sich anpassen. Ihr ganz genau gesagt, nein, du nimmst genau diese Materialien, du machst es genau so. Und es ist ein Riesenproblem, weil es ist in der Lehre und auch vor allem mit Jugendlichen und mit Kindern total wichtig, dass man authentisch bleibt. Also sehr wichtig. Und authentisch heißt auch, dass ich halt über Themen zum Beispiel auch so reden kann und die so aufbereiten kann, wie ich das für richtig halte, weil ich das viel besser dann machen kann und es viel besser bei denen rüberkommt, als wenn ich was von außen Aufgepropftes reinsetze. Und dafür brauche ich Freiräume. Warum sage ich, nein, ihr dürft kein Wikipedia benutzen, nein, ihr dürft kein Smartphone benutzen, nein, ihr dürft keine Fotos benutzen? Das ist doch nicht klug. Es macht halt Sinn, in bestimmten Situationen Medien zu benutzen und dann sollte man sie auch benutzen. Und man sollte auf diese Weise auch lernen, wie man sie benutzt. Das heißt auch, dass man sie vielleicht falsch benutzt, weil man damit auch lernt, wie man sie richtig benutzt. Und ja, es könnte theoretisch auch sein, dass jemand da mal gefilmt wird, wie er irgendwas Blödes macht und dann wird es hochgeladen und dann ist es irgendwie blöd und dann lachen alle drüber. Shit happens. Die Sache ist, dann muss ich damit umgehen. Und ich muss sagen, sowas geht halt nicht. Da müssen wir jetzt drüber diskutieren, da muss ich aufpassen und so weiter. Aber ich muss auch gewisse Risiken eingehen, damit sowas passieren kann. Und damit auch die guten Effekte passieren können. Und normalerweise ist es so, dass ich 99 oder mehr Fällen davon habe ich die guten Effekte. Und hier und da habe ich auch mal einen schlechten Effekt. Und einen schlechten Effekt brauche ich auch hier und da, damit ich lerne, die zu verhindern.